halten. Doch nach einer Zeit kann ich mir leider nicht mehr helfen. Ich weiß nicht mehr weiter, werde ich eigentlich scheitern? Oder braucht es wirklich Zeit bis zum Hype dann? Wer kann mir diese Antworten geben? Niemand? Okay, verdammt, dann plane ich es selber. Lass mal nachdenken, wie verführe ich die Fenster gut? Hier sind meine ersten Überlegungen. Ich habe es Anfang schon versucht, vom Geschlechtsverkehr zu reden. Doch ich hab kapiert, das kann mit 12 die Menschen nicht bewegen. Das kam irgendwie nicht cool und gar nicht authentisch, ja. Und Feedback bekam ich nur Schlechtes. Ich versuche es halt einfach weiter, Mann, dass die Jugend mal mein Rap, mein Flow leiden kann. Ja, ich bin dieser Rapper, der dir immer wieder textet. Doch ich bleib auch dieser Junge, der damit nicht wirklich punktet. Das kann ich noch tun, ich hab alles versucht. Hey, nie hat's gereicht, es ist immer das Gleiche. Ich plane jeden Schicksalsschlag. Da, mit dir, das ist mein Businessplan. Ich hab mich auch schon auf dem Emo-Markt versucht. Doch das ist ein Wissen, ist bestehend nur aus Blut. Blut, Schweiß und Tränen, wenn man seine Seele dalle, kriegt man niemals Lorbeeren, das ist dann nur noch Ehrensache. Außerdem hab ich gemerkt, damit kann man keine Stimmung machen. Also mach ich dann auf unseren Live-Konzerten immer andere Tracks, in die ich niemals so viel Arbeit gesteckt hab. Doch ich hab erkannt, dass das gar keinen Zweck hat. Und wenn ich dann die andere Schiene fahr, ich bin ein Riesenarsch. Immer dieser harte Typ, der hin und wieder smart ist, das glauben sie nicht. Naja, obwohl wir meine Texte trotzdem authentisch sind. Ich versuch es halt einfach weiter, Mann, dass die Jugend mal mein Rap, mein Flow leiden kann. Ja, ich bin dieser Rapper, der dir immer wieder textet. Doch ich bleib auch dieser Junge, der damit nicht wirklich punktet. Das kann ich noch tun, ich hab alles versucht. Hey, nie hat's gereicht, es ist immer das Gleiche. Ich plane jeden Schicksalsschlag. Mit dir, das ist mein Businessplan. Okay, es geht weiter, also sag mir doch mal, wie kann ich schaffen, Mann? Lass meine Lieder allen gefallen, ehrlich kommt man nicht weiter. So eine Scheiße, dennoch ist das hier auf keinen Fall verlorene Zeit. Ich hab auf Menschen geschissen und mir selber geholfen. Und mit meinen Tracks die Welt voll geheult, Mann. Ich hab viel über mich selbst rausgefunden, doch damit deinen Hype zu entfachen ist mir kaum gelungen. Das ist schade, also bin ich jetzt auf Image-Suche. Vielleicht sollte ich wie Hurricane versuchen, nicht zu fluchen. Doch ich brauche kein Image, das ist lächerlich. Hört mich oder nicht, denn ich mache Rap für mich. Rap für mich, Rap für mich.